Und damit recht herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Elder Scrolls Oblivion. Letztes Mal haben wir ein kleines Schwätzchen mit Sheogorath gehalten, der so ein kleines bisschen, wahnsinnig ist. Und er hat uns dann den ersten Auftrag schon erteilt. Wir sollen nach, Xedilan reisen und dort einen seltsamen Apparat wiederherstellen. Sprecht, Bürger. Sprecht, Bürger. Das kenne ich irgendwo her. Ich lese mir das alles durch, wenn wir da sind. Das gucken wir uns an, wenn wir angekommen sind. Jetzt muss ich erstmal hier irgendwie rauskommen. Hier lang, was bist du? Gästezimmer, hallo Hund. Oh, Ausgang, woo! Seid gesegnet. Seid gesegnet, Bürger. Elytra sind bösartige Insekten, die tödliche Gifte verteilen oder so. Warte mal. Wir können Heiltränke machen. Sehr cool. Und nochmal. Und nochmal. Cool. Heiltrank-Nachschub. So, gerade mal gucken. Da ist ja ein Stückchen, ne? Das ist ja schon so ein Stückchen. Aber ich bin gute Hoffnung, dass wir vielleicht auf dem Weg dahin auch irgendwie mal Wahnsinnserz finden oder so. Bei den Grommets. Da war ja irgendwo noch so eine Mine hier. Wo wir letztes Mal dran vorbeigelaufen sind. Dann gucken wir da einfach mal. Ob wir die tot kriegen und dann finden wir hoffentlich noch ein Wahnsinnserz. Dann können wir uns nämlich ein Schwert machen. Was wahrscheinlich eh nicht besser ist als unser Umbra. Aber angucken kann man sich's ja mal. Wenn es nicht besser ist, dann laden wir einfach neu und versuchen mal die Rüstung. Wenn die auch nicht besser ist, dann... ja. Dann halt nicht. Dann lassen wir es bleiben. So, da drüben waren wir. Wo waren die denn? Irgendwo hingen die hier doch rum. Oh. Ist das schon einer? Nee, ne? Ah, es ist so ein unsichtbarer Hansen. So. Gut, ich glaube, wir machen das mal so. Das geht doch besser. Ach, Torwächter-Knochenpfeil. Wir schießen eins mit den... mit den Torwächterpfeilen. Das wollte ich ja eigentlich nicht. Ich glaube, wir hatten noch Elfenpfeile gekauft letztes Mal, ne? Genau. So, wartet mal kurz. So, Entschuldigung, da bin ich wieder. Die Katzen sind wieder bester Laune hier. Ich muss da ab und an mal gucken, was die hier treiben. Das ist echt nicht so schön. Wir könnten da natürlich auch einfach quer rüber gehen.
So, hier müssten doch irgendwo die Grommets gewesen sein. Oder nicht? Oder sind wir schon vorbei? Da sind sie. Nee, sind sie auch nicht. Ist auch wieder so ein Unsichtbarkeitsfreak. Den ich nicht treffe. Komm her. Hey. Hey. Zack. Hm. Sehr komisch. Ich war der festen Überzeugung, die waren hier irgendwo. Ah gut, vielleicht kommen sie ja noch. Ach ja, doch, die waren hier hinter. Die waren hier hinter. Huch. Hallo? Nee, hier nicht lang, wir müssen da lang. Ich will doch nur ein Wahnsinnserz haben. Ein einziges noch. Das wäre zu schön. Aber irgendwie tauchen hier gar keine Gegner auf. Ist total locker hier. Und gleich sind wir sogar schon am Ziel angelangt. Es hier liegen überall Eier rum von denen, aber keiner da, der sie beschützt irgendwie. Oh, wer bist du? Guten Tag. Ingvar Schwarzseher. Ich bin Ingvar, der Wanderer, aber die meisten nennen mich jetzt Ingvar Schwarzseher. Ich sage Ingvar? Euch, die Welt wird zerstört. Das macht einigen Leuten Angst oder stürzt sie in Verzweiflung. Manche bezweifeln aber auch, dass ich die Wahrheit sage. Dabei ist meine Botschaft eigentlich tröstlich. Die Welt geht unter und wir können daran nichts ändern. Sobald ihr das akzeptiert, werdet ihr Frieden finden, so wie ich. Alles klar. Es gibt einen Khajiit in Tigeln, der glaubt, dass die Welt bald untergeht. Aha. Muss ja wahrscheinlich ja, dein bester Kollege sein. Was für ein Sauwetter hier. Warte mal, ich... Da oben ist doch irgendeine Ruine oder so, ne? Vielleicht haben wir ja hier Glück. Uh-oh. Eiferer Patriarch. Das sind ziemlich viele. Jetzt du. So. Habt ihr Wahnsinnserz? Haben sie nicht. Warum nicht? Vielleicht in der Urne. Nein, doch. Juhu. Großer Ring der Schnelligkeit. Schnelligkeit 10 Punkte. Ebenholz, Beijin, brauchen wir nicht. Sehr schön. Jetzt müssten wir 2 haben. Hervorragend. Das heißt, wir können beim nächsten Besuch in der Stadt mal ein bisschen rumprobieren. Hey! So, ich speichere mal. Wie viel Uhr haben wir? 3:30. Mein Gott. Mein Jott.
So früh. Da ist der Weg. Müsste ja eigentlich... okay. Ah. Aha. Oh nein. Ein Grommet. Na, komm her, du. Jawohl. Scheiße. So, wechseln. Grommet Todbringer. Die sind schon fies, ne? Die sind schon echt mies. Stirb, stirb, stirb! Locken! Und nun verrecke doch! Na, welch ein Glück. Wahnsinnserz? Leider nein. So, ich glaube, ich repariere mal und nehme einen Trank. So. Dann so. Dann speichern. Und dann holen wir uns hier den Elfenpfeil. Xedilian! Xedilian, eins der Bollwerk der Verteidigung der zitternden Inseln. Okay. Ich bin in Xedilian. Jetzt sollte ich anfangen, nach den Fokuskristallen zu suchen, die den Resonator des Urteils mit dem restlichen Verlies verbinden. Wir hatten ja da ein Büchlein gekriegt auch, ne? Moment. Ermordung, Fernmanipulation. Handbuch für Xedilian. Zum Thema des Baus von Xedilian, Fürst Cheogorath, lasst mich damit beginnen, euch und eurem edlen Wesen die herzlichsten Grüße zu senden. Der Bau wurde rechtzeitig und durchaus innerhalb der geplanten Kosten beendet. Wie ihr verlangt hattet, unter Androhung der Spaßstrafe, wie ihr euch auszudrücken beliebtet, wie ich glaube, und mit nur einem verschwindend geringen Verlust an Leben. Ich bin stolz sagen zu können, dass Xedilian durch die Nutzbarmachung der Energie jener höchst seltsamen Kristallstruktur viele Jahre lang in Betrieb gehalten werden kann. Natürlich bei korrekter Wartung. Auf euren Wunsch hin habe ich die vollständige Bedienungsanleitung für jeden Abschnitt am Ort hinterlegt. Solltet ihr irgendwann irgendwelche anderen Fragen haben, bitte zögert nicht, mich jederzeit zu stören. Wie damals, als euch diese Idee ursprünglich mitten in der Nacht einfiel. Das Herz von Xedilian ist seine Energiequelle. Der Resonator des Urteils, in dem wir diesen riesigen Kristallbrocken mit dem Abschwächer des Urteils, einer Art Stimmgabel, fein einstellten, haben wir eine Welle eines sirenenähnlichen Klangs freigesetzt, der alle von außerhalb der Inseln anziehen wird. Drei Fokuskristalle wurden über die Anlage verstreut, eingebaut, um diese Klangwelle gleichmäßig und stabil zu halten. Die Anlage wird nicht funktionieren, wenn nicht alle drei Fokuskristalle im Einklang miteinander arbeiten. Daher ist es wichtig, sie sauber und sicher in ihren Fassungen, die ich Urteilsnexus genannt habe, zu halten. Im Augenblick sind die Fokuskristalle unersetzlich, darum trefft entsprechende Maßnahmen zur Bewachung der Anlage, wenn sie nicht in Betrieb ist. Ist es noch viel? Es ist nur sehr viel. Warte, wir lesen noch so ein bisschen. Xedilian ist in drei Begegnungsbereiche unterteilt, die alle mit den neuesten Entwicklungen in der geheimen Transporttechnologie verbunden sind. Während die unglücklichen Xedilianten, es war ein Vergnügen, an ihnen Experimente durchzuführen, vielen Dank dafür, sich ihren Weg durch jeden Raum bahnen, werden sie einem Test unterzogen, der entweder auf der Mania- oder der Dementia-Philosophie beruht, was immer euch zurzeit am meisten zusagt. Ihr braucht nur einen einzigen Knopf zu drücken, dann könnt ihr es euch mit einem schönen Becher Wein gemütlich machen. Wir haben für luxuriöse Beobachtungsplattformen gesucht, von denen aus man die Schau genießen kann und betrachten, was sich entfaltet.
Jeder Begegnungsbereich hat ein einzigartiges Motto, das euren Wünschen, soweit es uns möglich war, entspricht. Ich denke, ihr werdet mit dem Ergebnis zufrieden sein. Im Folgenden habe ich jeden Raum und die dort zu erwartenden Effekte eingehend beschrieben oder vielmehr knapp umrissen, da ich weiß, wie beschäftigt eure Gnaden sind. Kammer der Umkehrung. Gut, wir lassen uns überraschen. Wir lassen uns einfach überraschen. Grommets! Aber nur einer, ne? Ha! Ha! Hey! Ja! Es sind doch zwei. Ja! Ich würde ihn ja gerne mal umwerfen oder so. Hey! Ja! Das wäre ganz cool. Hey! Denn die sind echt nervig, ich kann kaum noch blocken. Komm. Stärke wird entzogen, das ist natürlich nicht schön. Blocken. Blocken. Boah, nervig. Die sind nervig. Aber er hat Wahnsinnserz dabei, das ist sehr schön. So, ich speichere mal. Und dann holen wir uns da oben den Klaus auch noch. So, der dürfte nämlich eigentlich keine Chance haben. Was? Welke Mond? Mal mitnehmen. Eine schwierige Truhe. Mit Wahnsinnserz? Nein, Kettenbrustharnisch. So, wir müssen vermutlich da in den ersten Raum gehen. Denn die anderen, ne, die kriegen wir so nicht auf. Das heißt, wir fangen hier an. Stopp! Hallo? Blocken! Warum halten die plötzlich so wenig aus? Was ist los mit denen? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Das ist merkwürdig. Aber jetzt kommt wahrscheinlich wieder ein Starker angehampelt. Und mit Schamanenpeiniger. Adios. Kristallstab. Gewicht 0. Ah, ich habe den ersten der drei Fokuskristalle entdeckt. Er befand sich oben am Kristallstab eines Grummetschamanen. Ich glaube, sie benutzen die Kristalle als Energiequellen für ihre Waffen. Nun, da ich ihn vom Stab entfernt habe, sollte ich den Fokuskristall in seinen Urteilsnexus einsetzen und weitermachen. Zack. Ich habe den ersten Fokuskristall in seinen Nexus eingesetzt. Jetzt kann ich weiter nach Fokuskristallen suchen. Nachdem ich diese Truhe durchsucht habe. Mit Wahnsinnserz. Wir haben schon 4. Juhu. Das erfreut mich sehr. Noch mehr Wahnsinnserz?
Leider nicht. Hier vielleicht? Nein. Das ist keine Urne. Was geht da für ein Fest ab? Tut mir leid, dass ich stören muss, aber... mir bleibt nichts anderes übrig. Feuer frei! Muss man gerade weg. Locken! Komm schon! So, das wäre er. Was? Stoppelpilz Riesenspore? Mitnehmen. Elfenpfeil. Dietrich. Gold. Eine merkwürdige Gebetsstätte. Hier werde ich nochmal gerade reparieren. Nein. Nein, fertig. Einmal heilen. Nicht laden, sondern speichern. Laden wäre ziemlich blöd. Sehr schön. Toter Grummet. Was hat das Skelett dabei? Hallo? Knochenmehl, wow! So ein Mist. Die kriege ich auf, alles klar. Das war ja er. Jetzt der, jawohl. Und immer schön durchgucken. Da ist, glaube ich, der nächste Schamane. Jawohl. Der hält ein bisschen mehr aus. Stopp! Sehr schön. Auge des Wächters. Und ein Wahnsinnserz. Juhu! Ich habe den zweiten Fokuskristall entdeckt. Ich sollte ihn in seinen Urteilsnexus einsetzen und weitermachen. Ich habe den zweiten Fokuskristall in seinen Nexus eingesetzt. Jetzt kann ich weiter nach Fokuskristallen suchen. Nach einem. Um genau zu sein. Noch mehr Wahnsinnserz, mein Gott. Ich gehe kaputt. Ich gehe echt kaputt. Das reicht ja schon bald für, weiß ich nicht, eine komplette Rüstung. Stirb, 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 du alter Todbringer. So, die Todbringer waren die, die mehr aushalten. Und die mir Stärke entziehen. Und es sind zwei. Oh Gott. Hallo? Seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Was wird das? Die sind total fertig hier. Da ist ja noch einer. Boah, Alter, die nerven so sehr. Ich kotze hier gleich hin. Boah, sind die nervig.
Boah, total nervig. Aber so richtig. Aber so unglaublich nervig. Sowas Nerviges habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Warte mal. Wow, das bringt auch extrem viel. Hey! Verrecke endlich! Jetzt bist du dran, du Arschloch! Keine Chance gegen meinen. Merkwürdiges Eisschwert. Ja, klar, Stärke entzogen, Penner. So. Oh Gott. Yay, endlich. Was hast du Tolles dabei? Wahnsinnsbeinschienenmatrix? Aha, okay. Ich glaube, ich weiß, wohin der Hase läuft. Wir müssen erst die Dinger finden, bevor wir irgendwas schmieden können. Wirklich? Ehrlich? Oh nein. Dann dauert das noch ein bisschen. Ich dachte, die Gillette hat das schon drauf, das zu schmieden. Oh, fast übersehen. $66. Nix. Auf der anderen Seite ist bestimmt auch nichts. Makelloser Topas. Doch, hier müssen wir lang. In den dritten und letzten Raum. Der aus einem kristallenen Material unbekannten Ursprungs. Scheiße. Wieder so ein scheiß Todbringer. Penner! Du Verdammter! Komm schon! Da ist schon wieder einer. Ich konnte ihn. Boah, du bist so nervig, Alter. Die sind so dermaßen nervig. Da mache ich lieber so. Zack. Oh Mann. Heilen. Und reparieren können wir dann wahrscheinlich auch gleich wieder.
Ah ne, die lassen wir da. So. Wahnsinnserz? Nein. Wettflammenstängel. Da oben ist der letzte. Und wahrscheinlich auch nochmal 5 Todbringer. Nee, ein Folterer. Ein Schläger. Hey! Und da ist der letzte. Jawohl, wir haben's. Schwarzer Teer. Und der Kristallstab. Ich habe den dritten Fokuskristall entdeckt. Ich sollte ihn in seinen Urteilsnexus einsetzen und weitermachen. Gift der Mühsal. Eigentlich noch einer. Ach, da liegt er. Nee, das war. Den hatten wir. Ihn hatten wir. Aber ihn hatten wir nicht. Die 8 Gold dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Ich habe den dritten und letzten Fokuskristall in seinen Urteilsnexus eingesetzt. Jetzt ist der Pfad zum Resonator des Urteils selbst frei. Meine nächste Aufgabe sollte es sein, den Resonator mit Hilfe des Abschwächers des Urteils abzustimmen, den Shiogurat mir gegeben hat. Metalltür. Noch mehr verdammte Grommets. Komm her. Na, nicht schleichen. Na komm. So, gib mir die Pfeile wieder. Na toll. Bestimmt Todbringer, ne? Na. Der eine auf jeden Fall, ja. Ja, doch keiniger. Na komm. Hallo. Hey. Blocken. So. Habt ihr Erz? Habt ihr. Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt kann ich mich bewegen. So. Ich würde aber sagen... Das ist doch 100% pro Todbringer. Ja! Klar. Machen wir erst den Peiniger. Hey! Boah, ich hasse es so sehr! Hey! Jetzt heilt er sich auch nur der blöde Sack. Hey!
Verpiss dich! Ist ja schlimm. Wahnsinns Brustharnisch-Matrix. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Oh. Was ist das mit dem? Nichts, er kann sich einfach nur unsichtbar machen. Schreiendes Maul. Resonator des Urteils. Ach komm, wir machen das noch. Noch ein Brustharnisch-Matrix. Langschwertmatrix wäre mal nicht schlecht. Nicht wahr? Aber ich glaube, der Traum wird uns noch nicht erfüllt. Wobei ich sowieso nicht davon ausgehe, dass das Ding gut ist. Einfach nicht zu viel erwarten. Dann wird man auch nicht enttäuscht. Der Resonator des Urteils ist gestimmt. Jetzt sollte ich mich auf den Rückweg nach Neu-Sheod machen und Geogorath von meinem Erfolg berichten. Gut. Ja. Endlich hat Fürst Geogorath jemanden geschickt, der mir helfen soll. Aber wo bleiben meine Manieren? Ich muss meinen offiziellen Ton finden. Herzlich willkommen in Xedilian. Ich bin Kiliban Nurandil, der Kerkermeister. Aha, erzählt mir mehr von diesem Ort. Ein Wunder der Technik, nicht wahr? Xedilian stellt die ultimative Mutprobe für alle tollkühnen Abenteurer dar, die es wagen, die Shivering Isles unerlaubt zu betreten. Was sie nicht wissen ist, dass der Resonator des Urteils sie ins sichere Verderben lockt. Ach, wie toll. Genug, wie komme ich hier wieder raus? Ja, ich neige zum Schwafeln, verzeiht. Wenn ihr den Abschwächer habt, dann muss Geogorath euch geschickt haben. Xedilian hätte euch normalerweise zum Eingang zurückgeschickt, als ihr auf die Platte in der Resonatorkammer tratet. Da ihr hier seid, kann ich nur vermuten, dass Abenteurer in diesem Moment bereits den Kerker betreten. Was muss ich machen? Wir können die Abenteurer hier nur einen Zyklus durchlaufen lassen. Ich leiste euch gerne Hilfe. Ich nehme an, dass Geogorath euch das Handbuch von Xedilian gegeben hat. Darin findet ihr weitere Informationen. Oder ich kann euch Instruktionen geben. Ein Köder für die Falle. Ich würde sagen... Wie schön, wieder im Geschäft zu sein. Ja. Ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Also, bis dann. Ciao.